So, liebe Leute, willkommen zurück jetzt hier in Battlefield 3, wollte ich gerade sagen. Es hat sogar geklappt hier. Ah ne, für den verschwende ich keine geladene Mission. Der kriegt eine so auf die Fresse. Och komm! Alter, was ist denn das? Es kassiert aber. So, tot. Kommt da was? Oder kommt da nichts? Ach, von da oben. Ach, das sind Snipsaurs. Das sind auch solche kleinen Camper wie ich. Arschloch. Verarschen lass mich von dir aber nicht. So, wunderbar, haben wir zweimal Umweltterrorist bekommen. Dreimal Umweltterrorist und einer ist wahrscheinlich noch am Rennen, oder? Einer rennt noch, ja. Einer passiert jetzt. Mit dem Headshot. Hey, die Arbeit ist erledigt, General. Du kannst jetzt aus deiner vollgepissten Feiglingsecke rauskommen. Ja, volle Detonation. Oh, wie geil. So, er setzt die rechte Waffe. Nein, er setzt die linke Waffe. Ja, gut. Huren. Ich habe die Säuberung des Schiffs schon immer den scheiß Untergebenen überlassen. Hast du das gehört, Ishii? Unser guter General ist zu einer riesigen Memme mutiert, seit er durch diesen radioaktiven Schleim gewartet ist. Pussy. Komm schon, in den Tunnel da vorn. Ich hoffe nur, unser Riesenarschloch passt da durch. Hier ist überall dieser toxische Schleim. Jetzt wissen wir, was die Insassen zu diesen Freaks gemacht hat. Ja? Einen Scheiß wisst ihr! Du bringst hier Bürger der Konföderation um, Junge! Die Touristen, die das Evakuierungsschiff verpasst haben, sind hier runtergekommen, um sich vor den tobenden Knackis an der Oberfläche zu verstecken. Mein Gott. Du hast vielleicht gerade eine nette Lehrerin umgelegt. Eine Mutter von drei Kindern. Boah. Du solltest lernen, die Freude in deiner Stimme besser zu verbergen. No, Ishii, hau mal noch rein. Zack. Weiter geht's. Lalalalalala. Ich bin jetzt hier gelandet. Crane overhead. Oh, das ist ein dickes Ding, ey. Nein, das mache ich auf meine Art. Ups. Hab's kaputt gemacht. Und wieder Quicktime. Ah ja, übrigens, ich habe jetzt eine neue Maus, hör mir gerade auf, während ich so durch die Gegend klicke. Interessieren sich überhaupt nicht für uns. Die. Vermutlich ist Grace liebe Mutter hier irgendwo und lehnt sich nach Möglichkeiten. Nee, es sieht nach was anderem aus. Seht euch die Scheiße an, die brennt sich durch den Fels. Die Mutation ist voller radioaktiver Hämolymph. Hämolymph. Ja. Bleib in meiner Nähe. Der Scheiß brennt sich echt durch den Fels. Da sind die weggerannt, weil sie Angst hatten, noch wie süß. Los, los, kommt her, ich will euch ein wenig aufbohren. Ich möchte bohrende Frage stellen. Echt, Alter. Der Witz war flacher als deine Freundin, General. Ernsthaft. Ist ein ganz mieses Juju. Mein Arsch juckt total. Meiner nicht. Ja, der Aufzug funktioniert noch. Schön, davor müssen wir aber erst wahrscheinlich solche Viecher umgehen.
So, kann ich hier da Ladung freisch... Ja. Und die Ladung an sich ist billig, das Upgrade ist noch teuer. Und jetzt kann ich wieder anfangen rum zu ragen, Alter. Okay, halt nicht. Ich hab's rechts gehört. Ja. Doch, könnte ich eigentlich, aber ich tue's nicht. Ja, genau. Oh, die Totenhaufen schießen mal wieder. Die Viecher werden davon nicht beeinflusst. Wollt ihr mich verarschen? Das war ganz ohne Scheiß, ne? Der Countdown läuft. Yeah! Wow, das war knapp. Ja. Scheiß war das! Wie willst du denn erst zittern, wenn du mal in einen richtigen Kampf kommst? Du strengst dich zu sehr an, General. Entspann dich. Lass zu, dass sich die Überkompensation ganz natürlich entwickelt. Gedisst! Shotgun aus der Munition, okay. Boah, geil! Natur! So ein bisschen. Ja, ein paar Kratzer, ein paar Dellen. Kann man aber ausbeulen. Das passt schon. Und wenn du eine neue Lackierung verpasst, ist das irgendwie neu. Ja, ich zappe mal wieder mit dem Bein rum. Sechster Akt, Kapitel 3. Die Leichen gehen einem nicht aus dem Sinn. Schön. Die Leichen gehen allgemein nicht aus. Seit wir hier sind, hat sich dieser Bodycount verdoppelt wahrscheinlich. Baby ist da vorne. Wie sind wir derzeit? Genauso beschissen, wie deine Fresse aussieht. Wenn wir nicht weiter reinkommen und die Bombe entschärfen, sind wir alle tot. Schon verstanden. Ich schätze, meine Crew ist bereits tot. Tot an Grayson Hunt. Jetzt kannst du deinem Strafregister auch noch Massenmord hinzufügen, Hunt. Nein, das war Notwehr. Das war Notwehr. Das zählt nicht als Massenmord. Du bist schlimm, du bist Hitler. Keine schnippische Erwiderung, kein klugscheißer Gespenst. Hab ich doch eben gesagt, Mann. Lappen. An Bord der Ulysses waren über 700 Seelen. Ihr seht sie hier vor. Lass es gut sein, Serrano. Das hier waren menschliche Wesen, die du getötet hast, Gray. Sie hatten Familien, Menschen, die sich auf sie verlassen haben. Weißt du, wie viel Leid du damit im ganzen Universum verursacht hast? Ich würde sagen, wir hatten beide unseren Anteil daran. Aber wir reden hier nicht über mich. Was wir hier vor uns sehen, sind nicht die Leichenstapel derer, die ich getötet habe. Einige wurden gefressen. Andere wurden verstümmelt, bevor mit ihnen herumgespielt wurde. Die Burnouts sind hier. Ich habe Lust, was zu erschießen. Ja, am liebsten dich. Töten ist eben alles, was du kannst. Na los. Ach, Explosion! Wie böse ich einfach mal. Alter, dieses Spiel ist so geil. Ich habe das Gebiet erfahren. Ach, Explosion. Es gibt nur einen Weg hindurch. Folg mir! Okay, wir folgen dir. Warum so schweigsam, Hunt? Wir gehen wohl die ganzen Leichen nicht aus dem Sinn, was? Mir steht gerade der Sinn nach noch einer. Auf, töte Serrano.
Die haben weniger dieser Dings da. Ja, ich zünde und tschüss. Meine Fresse, habe ich an den Munition verschwendet. Ich krieg bald keine Munition mehr. Wird Zeit für ein anderes Kaliber. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Sonst noch jemand? Das Maul. Nein, sag bloß. Ein Nickerchen halten? Du hast die Führung. Also gibst du auch das Tempo vor, Ishii. Shotguns. Nein, ich muss erst noch mal Munition holen. So. Ah, kommt her und tschüss. Steh auf. Ich habe gesagt, aufstehen, nicht explodieren. Sackgasse. Nein, es gibt einen Weg hindurch. Ja, du musst hier treten wahrscheinlich, gell? Ah! Ich vergesse jedes Mal, das Ding leiser zu machen. Tschüss. Ich hab dir die Eier abgeschossen. So. So, und in der nächsten Folge stürmen wir dann weiter durch dieses verseuchte Gebiet. Ich verabschiede mich hier und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.